Weißt du, was ja, geil? Liebe YouTuber, herzlich willkommen zum nächsten Part. Ja, boy, der letzte das Part war, war ja sowas von nervenzerreibend. Ja. Der war ja endgeil. Und ich habe richtig Herzklopfen leid, dass der Part 20 Minuten dauert, aber ganz ehrlich, für so einen Part ist es wert, dass er 20 Minuten dauert. Genau, aber der wird jetzt wie immer 15 Minuten dauern. Vielleicht zum Leiden von euch. Aber ich habe eben Lust, 3 Stunden hochladen zu müssen. Und jetzt, wie gesagt, wir gehen nach Tscherno. Kann sein, dass wir den irgendwann im Spiel auch nochmal treffen. Dann knallen wir den wieder ab. Alter, nice. Was? Die Sonne. Ja. Junge, stell dir vor, wie endgeil das wäre. So, wir sind also in Tscherno, schnappen uns die ganzen Sachen, die da sind, plötzlich kommt das rein. Muss man so voll auf geil tun, so jetzt hier die ganze Zeit stehen, im Wasser dich so ins Wasser legen und dann die ganze Zeit Heckenschütze spielen. Weißt du, was auch geil wäre, wenn wir so einen Tarnanzug hätten? So einen Tarnanzug, mit dem man uns dann im Gras nicht sehen kann. Dann legen wir uns so hübsch ins Gebüsch und knallen jeden ab, der kommt. Sorry, wenn ich unterbreche, aber wir haben einfach nur so endgeil viel Platz gerade. Ich mit meiner Weste. Und ich habe jetzt meinen Mega-Rucksack. Ich habe ja schon so eine Army-Weste und dann noch so einen Mega-Rucksack. Ach, richtig nice. Aber jetzt müssen wir mega aufpassen, wenn wir nach Tscherno reinkommen. Ja, wenn wir jetzt sterben, boah, dann aber es sind immer noch so wenig Spiele. Eigentlich wünsche ich mir manchmal schon, dass ein paar mehr sind. Da ist der Nervenkiste auch größer. Ja. Junge, nicht so nah an der Straße. Wenn wir jetzt sterben, boah, dann würde ich ausflippen, Junge. Was wir jetzt für endgeile Sachen haben. Ich hab endlich meinen großen Rucksack. Hauptsache so Sarazar und so, die finden immer so, also nicht Sarazar selber, aber die anderen M4 und so. Und wir irgendwie immer nur so die ganzen Sniper-Gewehre. Egal, ich finde Sniper endgeil. SKS, Mosin, die Double Shots Rifle oder wie die hieß. Double Rifle hieß die, glaube ich, nur. Die ist, glaube ich, am beschissensten. Glaube ich auch. Die Mosin geht ab. Zwei, ne? Schüsse. Ja. Und die SKS ist eigentlich fast genauso wie die Mosin. Ich weiß, ich hätte mir die SKS von dem eigentlich auch mitgenommen, nur dann haben wir jetzt beide verschiedene Munition, das ist besser. Okay, jetzt laufen wir in die Stadt rein, jetzt wird's langsam, müssen wir aufpassen. Außerdem übrigens auch ein Tipp für Sniper bei der Z. Schieß erst, wenn der Gegner irgendwie so still steht. Also von dir wegläuft, dass er dann gerade als gerader Punkt steht, nicht nach links. Gut, dass wir den auch gar nicht entgegengekommen sind. Wir sind schön ins Gras gelaufen und haben den schön vorbeiziehen lassen. Ja, Mann. Boah, immer diese Angst, dass er dich nachher gleich sieht, ey. Wow. Was? Wo bist du jetzt? Da. Ich bin gerade aus Versehen unten auf meinem Mauspad gekommen. Ich habe das nicht ausgeschaltet. Dann ist auf einmal die Kamera durchgedreht. Okay, warte, ich ziehe jetzt mal auf den Eingang von Tscherno. Ich sehe da aber niemanden. Ich auch nicht. Man muss trotzdem aufpassen. Ja, Mann, mega. Könnt überall. Weißt du noch bei den ersten Folgen, wo wir dann so ganz offen auf der Straße etc. entlang gelaufen sind? Oh ja. Und jetzt haben wir dem zu verdanken, dass wir noch leben. Ja, Mann. Hammer nice das Game, hammer nice. Jawohl, das is it. Jawohl, selbst wenn hin und wieder mal so ein paar kleine Fehler kommen, aber das Spiel ist Hammer, einfach nur. Vor allem dieses Gefühl, wenn du einen aus dieser Reichweite abknallst. Junge. Das wirst du hoffentlich auch noch genug erleben. Ich will einfach nicht. Was man auch machen könnte? Man könnte sich bei einem Server, wo total viele Leute sind, oben auf das Dach eines Krankenhauses als Sniper setzen und da dann immer rumgammeln. Weil die ganzen Leute laufen ja immer zum Krankenhaus, weil dort meistens auch die Waffen sind. Dann könnte man die gute mega gut erledigen. Ja, bist du hinter mir? Ja. Oder so einfach unter die Brücke stellen, warten bis einer drüber läuft. Dann wieder Troll aus dem Versteck. So, jetzt, Alter, ist scheiße, der Server. Ja, ich merk's auch gerade. Wenigstens nur gelb. Toll! Toll. Ich setz mich mal hier ins Gebüsch. Ach, bei mir läuft es noch weiter geradeaus. Ich kann mich auch nicht ducken oder so. Ja. Lass mal vom Server gehen, wieder drauf gehen. Ey, Junge, dann dürfen die aber wieder so lange warten. Ja, schön, aber jetzt warten wir auch immer noch so lange. Vielleicht klappt's ja jetzt gleich. Hä? Vielleicht klappt's ja jetzt gleich wieder. Ja, okay, lass mal warten, bis da 60 Sekunden stehen, dann draus. Boah, ich hoffe nicht, dass wir jetzt den Server wechseln müssen. Der Server hat mega rein.
Boah, Alter, dann würden wir eiskalt auf eingehen, wo mehr Leute drauf sind, ey. Ja, ja. 60 Sekunden, okay, lass runter. Okay. Wir können es ja nochmal umsehen, was da noch... Komm, lass auf Free Join gehen. Nein, was? Lass mal auf den German... Lass mal auf den German... Auf FMOLY sind nur 4 Leute. Ja, da waren wir auch gerade drauf, du Sack. Was? Lass mal entweder Muschelsuppenhausen oder Germany Daylight, 3 Hours Restart. Lass mal auf Germany Daylight, oder? Oder Muschelsuppenhausen. Muschelsuppenhausen ist badass. Ja, aber da sind mega viele Leute drauf. Wie viel sind bei Dingens? Daylight? Ja. 22. Ah ja, stimmt, ich sehe es. Dann lass auf Daylight. Also jetzt ist es richtig gefährlich. Ja, Mann, mega. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt müssen wir mega aufpassen. Toll, es regnet. Please wait. Ich bin da. Ein Clan-Mitglied ist auf jeden Fall auf dem Server. Ja. Oh, ich bin hier. Junge. Bist du das? Ja, warum sind wir irgendwie hier so... Ja, das ist immer so. Du spawnst immer irgendwie ein bisschen woanders. Okay, jetzt müssen wir mega aufpassen. P, Alter, sind hier viele Leute. Übrigens, falls ich es noch nicht gemerkt hat, ich heiße jetzt Monto Blas. Ja, und jetzt komm. Ich bin hinter dir. Okay, jetzt müssen wir höllisch aufpassen, Junge. Nach hinten. Da ist niemand, okay. Jetzt müssen wir höllisch aufpassen. Ja, ja. Es sind zwar immer noch nicht so viele wie bei Sarazar und so, aber es sind immerhin genug, dass die uns gefährden können. Ja, ja, vor allem. Und gerade in Tscherno. Ja, ja, vor allem, wenn wir jetzt irgendwie schießen oder so, um uns zu wehren. Dann lockt das die an wie bei die Zombies bei The Walking Dead. Die laufen alle zum Schuss. Ja, nicht alle, manche laufen auch davor weg, so wie wir. Ja, Junge, aber es werden genug kommen, die mit ihrer M4 dann dahinter können, um zu gucken, wem sie Munition abzocken können. Ich guck mal da hinten rein, ich sehe aber keinen. Ach, und wir müssen zum Krankenhaus, weil vielleicht kann ich jetzt mit dem großen Rucksack noch eine Knarre mitnehmen. Da hinten steht ihr. Nee, ist ein Zombie. Puh. Wo bist du denn jetzt schon wieder? Junge, wo bist du? Langsam bewegst du dich eigentlich. Ich bin vor dir, ne? Rechts oben auf dem Hügel. Links, links, links. Kuckuck. Junge. Langsam bewegst du dich denn bitte schön. Ja, Junge, ich gehe vorsichtig vor. Ja, ich auch. Nur ein bisschen lahmarschig vorsichtig, ne? Leck mich. Tja. Lass hier mal auf den Hügel gehen und sehen, ob wir ein paar Personen in der Stadt ausmachen können. Ja. Aber pass auf, da in der Industrie, da sitzen oft Heckenschützen. Ja, ja. Ich guck mal nach, ob ich von hier aus schon einen sehen kann. Nee, nee. Das kaputte Gebäude einfach nur so weiter ist. Okay, lass hier runter. Nein, oder nicht da runter. Wir müssen Richtung Krankenhaus. Ja, okay. Warte. Am besten wir gucken uns das mal an. Nee, ich sehe da niemanden. Siehst du einen? Also ich guck grad links, check ich ab, da sehe ich keinen. Okay, da haben wir einen Zombie. Rechts sehe ich auch niemanden. Wo bist du? Hier. Da ist ein Zombie, Alter, ich dachte schon, das wäre jemand. Komm, wir rennen Richtung Straße, hier ist ein Brunnen. Bist du noch hydrated? Ja, ich bin noch hydrated. Ich bin auch noch hydrated, nur ein bisschen hungry. Scheiße, Zombie! Ich seh's, warte, ich hol die Axt. Hab ihn. Ich wurde getroffen. Blutest du? Nein, aber du hast mich gehauen. Oh. Hör in Zukunft auf, wir gehen nicht zusammen auf einen Zombie drauf. Ja, okay. Vor allem... Das ist meine... gemeingefährlich. Vor allem, wie ist deine Axt? Meine ist pristine. Meine ist... wo ist die? Meine ist badly damaged. Ja, ja, ich habe auch sonst immer nur badly damaged Exe gefunden. Meine ist pristine, ihr müsst mega reinhauen. Vielleicht finden wir ja gleich noch eine neue. Ist langsam vorgehen. Okay, warte, ich nehme mir die Axt in die Hand und schnapp mir den Zombie da. Und dann laufen wir hier entlang durch die Häuser zum Krankenhaus. Okay, ich hab ihn. So, lass mal in das Haus hier rein. Ja. Ich mach die Tür auf. Hat gerade jemand gesprochen? Ja? Ich weiß es nicht.
Ich mach die Tür auf, du guckst rein, du ziehst rein. Nee, okay. Keiner drin. Komm rein, ich mach die Tür hinter dir zu. Ich geh hoch. Hauptsache es regnet ins Haus rein. Hier kann man auch gut auf die Straße gucken, ich sehe keinen. Hauptsache es regnet. Wir müssen gleich darüber, wir müssen gleich, hier komm mal rüber. Warte. Bei mir regnet es erstens mal nicht ins Haus rein, aber egal. Bei mir schon. Komm mal her. Ich komme. Wir müssen jetzt gleich hier, wo ich stehe, da in die beiden Supermärkte rechts und links. Ja, ja, und dann links weiterlaufen zum Krankenhaus. So, jetzt. Bei mir regnet es ins Haus rein, das ist richtig geil. Nee, hier nicht, bei mir nicht. Alter, wir müssen auch. Achso, man kann ja nicht aus. Zombie! Och nee, mach du den kalt. Mach ich. Warte, ich muss die Axt auspacken. Alter, das ist krass, wie ich immer den Schuss höre, wenn du den haust. Du triffst den nie. Jetzt. So, jetzt, mein Gott, der hat mich zweimal getroffen, der Wichser. Blutest du? Warte. Nein. Wir werden plötzlich nicht mehr bluten. Da ist wieder einer. Schnapp ihn dir. Warte, warte, ich muss mir die Axt nehmen. Er ist tot. Alter, wir müssen aufpassen. Ja, Mann. Ich find's schade, dass man Zombies noch nicht looten kann. Ja, ja. So, komm. Okay, ich steck dich, du rennst da rein. Warte, ich guck erstmal die Straße. Ich sehe da niemanden. Alter, du sagst immer, dann warte, ich guck nochmal die Straße, wenn man schon halb drin ist. Okay, deck mich, ich komm dazu. Bauarbeiterhelm, Hammer. Toll, können wir Bock der Baumeister spielen. Hier gehen wir wieder raus, komm, ich renn rechts. Ja. Deck mich, wenn du da bist, dann komm ich dazu. Sag mir dann wann. Ja, komm. Hier liegt aber auch nichts. Warte, da oben liegt noch was. Und es ist... Das ist eine Map. Karte. Da hinten läuft ein Spieler. Wo? Wenn du jetzt rechts rausguckst, ich weiß nicht, ob der auf uns zurennt oder weg. Aber da läuft einer. Oh Mann. Komm, wir schnappen uns den. Der ist, glaube ich, weggerannt. Ich weiß es nicht. Oder der ist irgendwo rechts in die Fabrik. Komm. Ich komme, ich komme. Lauf mir nach, komm mit. Mach ich. Oh Junge, wie du mir den Schreck eingelagt hast, als du gesagt hast, da ist ein anderer Spieler. Und trotzdem immer aufpassen dabei, dass kein anderer ist. Der war hinten geradeaus durch auf der Straße irgendwo. Entweder ist er rechts oder links ab. Aufpassen und immer schön zoomen. Der war relativ weit weg. Ja, ja. Es sah aus, als ob der auf uns zugelaufen ist. Kann aber auch sein, dass er auf uns, von uns weg ist. Ich bin zu schnell wieder ins Haus reingelaufen. Ich gehe immer auf Nummer sicher, Alter. Ja, Mann. So, hier, komm rein. Warte, warte. Ich bin da. Junge, wie das Adrenalin in meinem Körper ist, weil du gesagt hast, da ist ein anderer Spieler. Haben wir auch, Alter. Mein Herz ist mega am Schlagen. Ja, ja. Das kann nur DayZ. Ist echt so. Warte, lass auf diesen Container und dann von dort aus. Nein, Alter, das ist viel zu offensichtlich. Ich glaube, der hatte eine Knarre. Okay. Es kann auch sein, dass er auf die einen dieser Stäbe hier oben hingegangen ist. Kann auch sein, dass er hier ins Krankenhaus gelaufen ist oder was das hier kann ist. Kann sein, pass auf die Fenster auf. Ich warte mal hier und guck, ob er da vielleicht gleich rauskommt. Jo, ich ziele auf die Straße. Kann sein, dass er uns nicht gesehen hat. In den Fenstern sehe ich aber niemanden. Guck du nochmal. Ich guck jetzt mal eben nach rechts. Vorsicht. Der ist sicher hier irgendwo in die Fabrik rein. Oder der ist weggelaufen. Kann auch sein, dass er tiefer in nach Chernobyl rein wollte. Ich bin mir nicht sicher, wo er ist. Ich bin mir echt nicht sicher. Was kann okay, nach rechts, rechts rum habe ich ihn nicht gesehen. Kann auch irgendwie sein, dass er uns rumdert und dann von hinten anschleifen will. Sollen wir es wagen und ins Krankenhaus rennen? Alter, ich weiß es nicht. Vom Krankenhaus heraus können wir uns eigentlich super verteidigen, weil wir dann auf die eine Seite gehen,
und dann auf der Treppe abwarten, ob einer hochkommt. Mit den Knarren. Ich warte noch kurz, ob er gleich rauskommt. Ja, ja, ich steck so lange uns von hinten. Kann sein, dass er uns irgendwie überrennen wollte von hinten. Junge, mega. Der eine so, da ist ein anderer Spieler, alle sofort. Alter, mit diesem... Die Folge ist vorbei, ne? Hammer. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Wie es weitergeht, seht ihr dann. Ciao. Ciao.